Er war als Leitwolf für das Unternehmen Wiederaufstieg vorgesehen. Doch bereits im ersten Zweitligaspiel gegen den FC Augsburg zog sich Kapitän Andreas Wolf einen Kreuzbandriss zu. Seitdem quält er sich für sein Comeback. Wir sprachen mit dem Kapitän des Clubs am Rande des Testspiels gegen Pilsen. Herr Wolf, wie geht's Ihnen denn jetzt, wenn die Kollegen im Hintergrund kicken? Sie müssen immer noch zuschauen. Ja, mittlerweile eigentlich wieder ein bisschen besser, weil ich auch im Trainingslager wieder mit dabei war. Einfach wieder in die Mannschaft rein zu schnuppern, einfach dabei zu sein. Und ja, es läuft ja bei mir mittlerweile ganz gut. Und ich bin dran am Mannschaftstraining so langsam. Wir lassen uns natürlich auch weiterhin Zeit, aber es ist nicht mehr lange. Wie war das psychologisch? Also diese Erfahrung war ja doch neu, mit so einer schweren Verletzung damit im Kopf auch klarzukommen. Man nimmt es hin, aber man kann nicht so, wie man will. Ja, Sie sagen es schon, es war für mich eine Riesenerfahrung. Natürlich nicht gerade im positiven Sinne, aber man lernt auch einiges draus. Die erste Zeit war sicher auch ziemlich schwer, weil auch in der Mannschaft das nicht so, oder mit der Mannschaft auch nicht so funktioniert hat auf dem Platz. Aber mit dem neuen Trainer und mit dem neuen Gespann, was wir jetzt auch haben, wurde jetzt einiges korrigiert und wir haben uns gefangen. Die Mannschaft hat eine klare Linie und das versuchen wir auch jedes Mal umzusetzen. Und wir haben jetzt noch ein paar junge Leute dazu bekommen, die es auch richtig gut machen. Aber wie motiviert man sich dann, wenn man wochenlang, monatelang nur Kraftraum, Reha sieht, sich selber auch dazu zu motivieren, da weiterzumachen? Ja, einfach am Anfang ist es einfach schwer, weil man vom Kopf her erstmal ja, selber zurechtkommen muss. Und ab dem Zeitpunkt, wo man auch was machen kann, wo man auch sich selber konditionell, auch was Kraft angeht, belasten kann, dann sieht man jeden Tag einen Fortschritt und man sieht ja auch dann die Kollegen, zum Beispiel jetzt, dass man auch immer näher rankommt und das gibt einem dann Vortrieb und das ist eigentlich die ganze Motivation, einfach wieder in die Mannschaft irgendwann mal reinzukommen. Sie haben es angesprochen, es war eine schwierige Zeit, der Start. Sie sind Mannschaftskapitän. Haben Sie trotzdem versucht, da auch ein wenig Einfluss mit drauf zu nehmen auf Ihre Mitspieler oder auch das Gespräch mit dem Trainer? Ja, also täglich. Ich habe die ersten Monate versucht, immer so nah wie möglich an der Mannschaft dran zu sein. Und ich war, glaube ich, jedes Training unten, habe mit den Jungs gesprochen, natürlich auch regelmäßig auch mit dem Trainer, weil der Kontakt einfach sein soll, auch für mich sehr wichtig ist. Und ja, also wie gesagt, ich hab versucht, einfach so nah wie möglich an der Mannschaft zu sein. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es auch doch vom Kopf dann schwierig, weil die Jungs trainieren, du musst im Reha dann ackern, dann ist irgendwann der Abstand auch mal gut und den habe ich mir auch dann genommen. Die Fans interessiert es natürlich, wann wird Andi Wolf wieder eingreifen? Sie sagen selber, sie wollen sich nicht unter Druck setzen. Ist ein Zeitfenster ungefähr im Blick? Ja, also momentan läuft es ja alles nach Plan. Und ja, genaues Datum ist schwierig zu sagen bei so einer Verletzung, aber ich habe meine Ziele und das ist so Ende Februar, Anfang März. Und da werden wir einfach schauen, ob es jetzt 2 Wochen früher oder später ist, das jetzt dahingestellt. Ich werde das tun, was mir meine Physios sagen oder die Ärzte auch erlauben zu tun und natürlich auch, was vom Kopf her geht.